Servus und hallo zum neuen Spotlight. Heute schauen wir uns an Pinocchio and the Magic Forest von Pirate Cookie. Und ihr seht schon, es ist hier kein Blueprint, sondern eine Park-File. Es ist eine Blueprint-Vorstellung, aber Pirate Cookie war so nett und hat das Ganze als Park gespeichert, was halt für Vorstellungen super ist. In der Beschreibung, im Beschreibungstext ist der Blueprint verlinkt. Und im Blueprint hat er den Parkfall dann verlinkt. Also ihr findet alles, wenn ihr wollt. Und schauen wir es uns mal an. Es ist ein Family Coaster für die ganze Familie. Logisch, Family Coaster. Und es ist ein Spinning Coaster. Mehr steht auf Steam nicht. Und warum stelle ich es vor? Weil ich darum gebeten wurde. Pirate Cookie hat gesagt, hey, hab was Neues. Kannst du mal anschauen, bitte. Natürlich kann er das machen. Und ja, fliegen wir erstmal wie immer, wie gewohnt, einmal außen drum rum. Ihr seht schon, es ist relativ kompakt gebaut. Ja, ist ein schöner Blueprint. Würde ich jetzt so auf den ersten Blick mal sagen. Und Wege und so sind natürlich jetzt vorhanden, weil er hat es als Park gespeichert. Wir fahren bei Tag und bei Nacht, ganz klar. Und dann gehen wir mal rein. Single Rider Regular Line und ein Rollstuhlaufgang. Finde ich sehr cool. Es waren Toolmaker-Teile herunterzuladen, aber es ging wirklich schnell. Ich denke, es ist tatsächlich der Rollstuhl. So, Single Rider ist der Ausgang. Ah. Aber coole Idee, dass man das so macht. Hier der Rolli-Aufgang. Und hier der reguläre Eingang. Ja, gefällt mir so Märchen-Style. Hier wäre, ach Schmarrn, wollte schon wieder irgendeinen Blödsinn sagen. Das lassen wir bleiben. Sehr coole Station hier. Was ich ja cool finde, dass man hier durch Häuser und so geht. Das ist, gefällt mir sehr gut. So, es ist ein Spinning Coaster. Der ist jetzt nicht kaputt, oder? Nein, der geht wieder. Gut. Spinning Coaster fahren wir natürlich von der Perspektive, wo man hinten zuschaut. Und ich habe wieder vergessen, dass ich den Ton anschalte. Gott war. So. Haben wir ein bisschen Geräuschkulisse. So, ich mach mal. Es dauert wie immer ein bisschen, bis die richtige Kamera den richtigen Wagen gefunden habe. Naja, Chaos, ihr kennt es. Da, jetzt haben wir Wagen 1 und Kamera machen wir diese hier. Ich hoffe, das ist die richtige. Hoffen wir glitschen wir nicht allzu sehr irgendwo durch. Machen wir mal Pause raus. Hoffentlich ist es die Kamera, die sich nicht mitdreht. Sehen wir gleich. Nein, passt die Kamera. Oh, hier sehr knapp, aber es hat gepasst. So. Ich nehme einfach immer gern diese Kamera, weil man halt sieht, wie stark sie das Ding dreht. Es täuscht manchmal von der Sitzperspektive. Ja, hier sieht es doch gut aus. Ja, man bekommt ein bisschen gedreht. Das ist hier der Sinn von dem Coaster. Durchgeglitscht sind wir, glaube ich, noch nirgends. Teilweise ein bisschen eng, aber das passt leicht. Das passt leicht. Da, und dann
wird's wieder zurückgehen. Dass wir hier jetzt durch sind, liegt halt einfach an der Kameraperspektive. Ja, wie beschrieben. Gut, und dann stehen wir hier, bis wir reinkommen. Gemütliche Fahrt. Ich schalte jetzt gleich mal in die Nacht. Und dann setzen wir uns auch gleich wieder rein. Machen wir das Ganze nochmal bei der Nacht. Ah, los. Ah, los. Boah. Ey, jetzt. Leuchtung finde ich sehr schön bisher. Ah, hier ist fast ein bisschen wenig. Aber gut, das schauen wir uns gleich nochmal alles in Ruhe an. Ja, die Fahrt ist auf alle Fälle angenehm. Das Gespinne, das hat er gut hinbekommen. Man fährt ja einen Spinning Coaster, weil man sie drehen will. Das bekommt man geboten. Aber halt nicht so extrem. Das ist vollkommen okay, finde ich. Und dann geht's zurück. Gut, dann schauen wir es uns von außen mal an. Die Werte ist jetzt wurscht. Stopp, ich will wissen, wie lang das Teil ist. Ergebnisse könnt ihr euch durchschauen, wenn ihr wollt. Knapp 500 Meter, das wollt ihr wissen. Und wie gesagt, es ist als Blueprint verfügbar, wenn ihr euch das im Park stellen wollt. So, Kamera. Ja, die Beleuchtung hier unten. Finde ich sehr, sehr schön. Und hier hinten hätte man ein bisschen mehr gewünscht. Also das ist so das Einzige, was ich habe. Dass man vielleicht hier in dem Turm nur ein paar Lampen und so hingebaut hätte. Aber der vordere Bereich hier ist schön beleuchtet, finde ich. Das passt schon. Joa. So, dann wieder mal etwas, was ich schon länger nicht mehr gesagt habe. Wenn du was gebaut hast, wo du möchtest, hey, zeig doch das mal und so, kann ich sehr gerne machen. Einfach YouTube-Kommentar schreiben mit, hey, hier, kannst du das mal zeigen und ja, kann ich dann gerne machen. Im Idealfall mit Link dazu, beziehungsweise mit Name, wie ich das finde und wie der Steam-Name ist. Was manchmal sehr oft passieren kann, wenn Links dabei sind, dass es halt im Spam-Ordner landet und dann kann schon mal ein paar Tage dauern, bis ich das finde. Beziehungsweise, ich habe mir vorgenommen, einen Spam-Ordner oft durchzusehen, aber kann ein bisschen dauern. Aber wenn ihr was gebaut habt, sehen wir es sehr gern an. Es muss keine Achterbahn sein, es kann ein Gebäude sein, es kann irgendein Blueprint sein, Parks. Ja, ich versuche öfter Parks vorzustellen. Aber in der Regel werden Parks nicht so oft vorgestellt. War jetzt eher Ausnahme in letzter Zeit. Mit dem Nimsul Park und alle Rassen aus. Park. Ja, die haben halt dementsprechend lange gedauert. Aber zurück zu diesem Blueprint hier. Entschuldigung, kann schon nicht mehr sprechen. Gefällt mir. Find ich gut. Was mir immer nur interessiert, wie viele Teile verbaut wurden. Gut, ist ein Parkfall, aber es macht ja nichts hier. Schauen wir mal. 1600. Boah. Kleiner Blueprint. So, Pirate Cookie. Ich hoffe, dir hat die Vorstellung gefallen. Und ja. Finde ich schön.
Ja, das war's schon wieder. Ich sag vielen Dank fürs Ansehen. Servus, tschüss, bis zum nächsten Mal.